Hallo und herzlich willkommen zu unserem 28. Vlog. Wir hatten in der vergangenen Woche nur wenige Themen und haben kein Vlog gedreht. Dafür haben wir in dieser Woche umso mehr. Vor einigen Tagen haben die Mitglieder der Gemeindevertretung fraktionsübergreifend unseren neuen Haushaltsplan beschlossen. Darin sind viele Projekte und unser Vereinsinvestitionsprogramm enthalten. Aber schon jetzt machen wir einiges für Vereine und Ehrenamt. Mit unserer Vereinsförderung unterstützen wir Vereine, die im Bereich Jugendarbeit besonders aktiv sind. Schon vor einigen Tagen konnte ich die Vereinsförderung gemeinsam mit Magda Gerlach als Vorsitzende unseres Sport- und Kulturausschusses und unserer ersten Beigeordneten Carmen Kirschner an den Radfahrverein Teutonia und die Jugendspielgemeinschaft Melbach-Wölversheim übergeben. Bei der Jugendspielgemeinschaft spielen etwa 170 Mädchen und Jungen aller Altersgruppen. Der Radfahrverein bietet mit Kunstradfahren und Radball zwei weniger verbreitete Sportarten. Auf dem Tanzhof in Berstadt finden einige Veranstaltungen statt. Damit diese zukünftig einfacher organisiert werden können, hat der Gemeindevorstand neue Festplatzverteiler beauftragt. Und natürlich braucht man auch bei jeder Veranstaltung Toiletten. Unser alter Toilettenwagen war nicht mehr fahrtüchtig. Um es den Vereinen einfacher zu machen, Veranstaltungen zu realisieren, haben wir einen neuen Toilettenwagen angeschafft. Ich habe mir den Anhänger gemeinsam mit dem Gemeindevorstand angeschaut. Die Gelegenheit haben wir genutzt, um uns auch den neuen Pritschenwagen des Bauhofs anzuschauen, der als Ersatz beschafft wurde. Solche Fahrzeuge müssen geländetauglich sein, um auch hier am See arbeiten zu können. Wir hatten schon beiläufig erwähnt, dass hier eine Hundewiese entstehen soll. Mit den Arbeiten dafür möchte unser Bauhof im Januar beginnen. Hundehalter können ihre Tiere dann in einem eingezäunten Bereich frei und ohne Leine laufen lassen. Über Details dazu werden wir euch noch informieren. Und in den letzten Tagen hat unser Bauhof mit den Arbeiten am neuen Parkplatz am Singberg begonnen. Während der Schulzeit stehen die Straßen rund um die Singbergschule voll mit Autos. Dies ist ein Sicherheitsrisiko und eine Belastung für die Anwohner. Deshalb soll oberhalb der Schule ein Parkplatz entstehen. Dazu muss aber die verbuschte Streuobstbrache zurückgeschnitten werden. Natürlich werden wir dafür Ersatzpflanzungen vornehmen. Wir hatten im letzten Vlog über die Erweiterung der Firma Knaup berichtet. Für das Vorhaben erhält Timo Knaup Fördermittel der EU. Zum Beginn der Woche wurden die Fördermittel durch den Kreisbeigeordneten Matthias Walder übergeben. Es weihnachtet sehr in Wölversheim und Weihnachtskarten dürfen da nicht fehlen. Die Firma Frank Kunststofftechnik hatte eine besondere Idee. Die Kinder der Kita Pusteblume haben verschiedene weihnachtliche Motive gestaltet und eine Auswahl wird auf den Weihnachtskarten verwendet. Als Dank konnte ich gemeinsam mit dem Kita-Team und unserer Fachbereichsleiterin Nicole Lehmann eine Spende entgegennehmen. Für die Kindergärten wurde übrigens unser neues Gesamtkonzept beschlossen, das als pädagogischer Leitfaden für die Arbeit der Kitas dient. Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Es fanden aber noch weitere weihnachtliche Veranstaltungen statt. In der Marktscheune fand auch in diesem Jahr ein kleiner Weihnachtsbasar des Gesangsvereins statt. In der Singbergschule wurde ein Weihnachtsbaum aufgestellt, der von unserem lokalen Aktionsbündnis Bunter Leben gesponsert wurde. Die Instrumentalschüler der Schimpknopfschule haben in der Wölversheimer Kirche ihr Können gezeigt und auch unser Seniorenclub hatte eine Weihnachtsfeier im Tischtennisraum, bei der mich unsere erste Beigeordnete Carmen Kirschner vertreten hat. Natürlich läuft auch noch unser Adventskalender nebenbei. Viel los, aber zu Heiligabend entspannt sich zum Glück hier alles wieder. An diesem Sonntag findet das Christbaumtreffen in allen Ortsteilen statt und das ist eine gute Gelegenheit, um vor Weihnachten noch mal Freunde und Bekannte zu treffen. Und am Heiligabend freue ich mich ganz besonders auf die Waldweihnacht um 11 Uhr im Wohnbarer Wald. Das war's für diese Woche. Vergesst den Daumen nach oben nicht und abonniert unseren Kanal. Das war's aber auch für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Start ins nächste Jahr. Bleibt gesund und macht Dinge, die euch glücklich machen. Bis zum nächsten Mal. Gut, okay. Und du blendest jetzt noch irgendwelche Weihnachtslieder ein. Alles klar. 1, 2, 3, 4. O Tannenbaum, O Tannenbaum. O Tannenbaum, O Tannenbaum. O Tannenbaum, O Tannenbaum. O Tannenbaum, O Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum. O Tannenbaum, wie grün sind deine.